Das hat mich ja auch bei Til Schweiger so geärgert. Ne, Til Schweiger ist so eigentlich ein süßer Kerl, oder? Ne, komm, das ist schon, oder? Knackarscher wird sogar ich rattig. Aber ich merke schon, das ist halt, wenn er die Fresse aufmacht, denkst du, und ich habe ihn auch, warum, er muss dann ja auch mal diese Macho-Attitüde immer rausgehen. Immer den Kumpel, ne? Der hat so süße Filme gemacht und dann tritt er dann auf einmal als Nick Tschirner da, dieser Tatort. Habt ihr das gesehen? Wo er da so als, ne, als wieder lynchen und töten und Alleingänge und ne, so ein Bruce Willis für Arme, verstehst du? Fand ich ganz schlecht, völlig falsche Botschaft an die Männer, an die Menschen. Also wirklich, man müsste da ganz anders vor. Und dann noch eine Frau als Bösewichtin. Das hat mich richtig geärgert. Helene Fischer, habt ihr das gesehen? Nein, die ist schlimm. Aber jetzt mal ernsthaft. Ja, da hat sie so eine russische Mafia-Braut gespielt. So will ich die doch nicht sehen. Als Bösewichtin. Nein, ja, als Leiche. Das hätte ich schön gefunden. Na, überleg mal. Das so, ne, so in der Pathologie, alle wühlen so drin rum, weißt du, schön. Ne, oder sie liegt von mir aus auch tot auf der Reeperbahn. Warum nicht? Spielt doch in Hamburg. Ne, liegt sie? Ja, wäre doch schön. Ne, Helene Fischer liegt tot auf der Reeperbahn. Wer kommt vorbei? Udo Lindenberg. Hallo. Sind Sie aus dem horizontalen Gewerbe oder so? Ist tot. Sehe ich jetzt auch, ist total tot, also Töter geht's gar nicht. Also, die hat ein Silbereisen im Nacken. Also, sie atmet überhaupt nicht mehr. Und dann springt Helene auf und singt natürlich atemlos durch. Das wäre ein Musical geworden, das hätte mir gefallen. Nee, stattdessen Ballerscheiße mit Til Schweiger. Da habe ich mich echt geärgert. Das passt ja auch von der Stimme eben. Also, wenn ich schon so einen Tatortkommissar spiele, dann muss ich auch eine geile Stimme haben und nicht dieses Genuschel da. Deswegen, ich mach das mal vor, damit ihr wisst, was ich meine. Pass auf, ich bin jetzt mal Tatortkommissar. Da hinten hat sich ein Bösewicht versteckt und dann schieße rein. Legen Sie die Waffe auf den Boden und schieben Sie sie ganz langsam zu mir rüber. Sonst baller ich dir die Birne weg, du Arschloch. Da wird's bald. Nicht so muss das klingen. Männlich, cool. Meine Rolle, ja, aber die fragen mich nicht. So, jetzt die gleiche Szene mit Til Schweiger. Ja, der Anfang ist gleich. Legen Sie die Waffe auf den Mund und schieben Sie sie ganz langsam zu mir rüber. Sonst baller ich dir die Birne weg, verarsche. Hab jetzt bald. Mein, sei mal ehrlich. Geht gar nicht. Ja, ist ja klar. Der Bösewicht kommt raus, ja, schmeißt die Knarre weg und sagt, Schatz, soll ich zur Strafe einblasen? Was?